Das ging ja alles mal wieder viel schneller als erwartet. Ne? Ist Alessio da? Oder? Hast doch aber Crusader Prime gestellt. Ich glaube, Alessio ist nicht da, aber ich glaube, Alessio ist nicht traurig, wenn er das nicht mitkriegt. Na. Ich kriege erst das Stein für das. Position of Power. Ich muss damit aufhören. Also letzte Kurzfassung für dich, der Fahrertyp, du kennst die Story von vorgestern, ne? Wir haben den ja abgestochen und so. See. Danach sind wir ja alle eigentlich ins Bettchen gegangen. Du bist da sogar noch vorher. Weißt du, der war ja gestern noch da. Ja, und auf jeden Fall habe ich den... Gestern weiß ich alles. Okay, dann habe ich den, aber vorgestern Abend wurde ich dann noch von Daniela angerufen und bin dann nach Palito geballert, weil der Idiot nach dem Abstechen aus dem Krankenhaus gekommen ist, in Palito war und dann direkt da das Beste erzählt hat, dass er alles an der Shisha-Bar gesehen hat. Und dass der Wasserhans und Crusader bei Butters im Garten gesehen hat und dass er abgestochen worden ist. Und dann habe ich den nochmal zwischen gehabt, habe den nochmal ins Krankenhaus verfrachtet und habe gesagt, er sollte am besten die Nacht im Krankenhaus verbringen. Hast du das reininterpretiert oder hat er das tatsächlich erzählt, mit welcher Waffe da geschossen wurde? Nee, der hat gesagt, ein AK. Junge, ist der dumm. Der hat ja gestern dann auch rumgezählt. Ich habe gestern noch mit die Aaron aus die Bambi's Paradise gesprochen. Und der hat da drum erzählt, dass der... dass der wirklich rumerzählt hat, dass wir den töten wollen und so. Die SPLS will ihn umbringen, der hat ihm schon Geld gegeben. Falls er nicht mehr auftauchen würde, dann wär sein Geld nicht weg, dann hätte er das wenigstens. Was? Der hat schon alles abgegeben, Geld und so ein Shit. Okay, warte mal, das heißt, der weiß sogar, wenn der quatscht, dass er umgebracht wird. Ja, der hat gestern rumerzählt, dass wir den töten wollen, deswegen hat der Geld schon einem Freund gegeben. Und der hat zu mir gesagt, er liefert uns den heute aus. Deswegen dachte, habe ich gefragt, von wem der kommt. Ich dachte, die Aaron hätte den geholt. Von ja, das kann Bambis. Sogar sein. Musst du Valeska mal fragen. Valeska kam mit der Info. Ich habe gesagt, er soll die Crusader organisieren. Ja, Steve. Ich habe gesagt, hey, Valeska und Aaron sollen das gemeinsam machen. Was geht? Ich habe gesagt, du hast gesagt, dass er nicht würdig ist, von Alessio eingetopft zu werden. Nee, ist er auch nicht. Also tatsächlich nicht. Also so ein Schmutz hat er nicht verdient. Dann lass uns ihn einfach in den Kopf schießen. Wie gesagt, Betonklötze mit Ketten sind schon angebracht, ne? Der wartet Alessio. Nur noch auf die Kugel. Ja, bitte. Ich hätte das Gefühl, dass ich habe Brian eben gesagt, bitte lass uns am Casino anhalten und lass uns das Langauge holen. Oh. Aber das hat er auch nicht verdient. Das ist nicht mehr da. Ist schon weg? Ja. Ah, schade. Es wäre geil gewesen. Mit dem Langauge einfach vorne in den Kopf und hinten platzt die ganze Schädeldecke weg. Aha. Einmal mit so einem großen Kaliber. Der Ort, an dem Rüdiger Schwarz ins Gras gebissen habe. Mhm. Nein, nicht nur Schwarz. Also ich sag mal so, das riecht hier auch ein bisschen nach Fuchs. Der gute Rüdi. Wir waren schon einige. Ich glaube, Rossi hört dich nicht, oder? Wen? Alessio. Nee, hast du mich nicht gehört? Ich habe gesagt, nicht nur Schwarz. Hier riecht doch ziemlich nach Fuchs. Wir waren schon ein paar andere noch. Aber ich bin schon froh, jetzt muss ich wenigstens nicht mehr summen, weißt du? Sie stapeln sich schon fast wieder bis zur Wasseroberfläche. Wir brauchen noch einen Steg. Hallo Ibra. Wir brauchen eigentlich mal einen längeren Steg oder einen breiteren. Hi, na? Kann der lauter reden? Okay, heute Ibra, wären wir nicht erst unsere erste Begegnung, ja? Nein, das ist jetzt die dritte. Hi. Ja, also ich zähle da sogar ein bisschen mehr wie nur bis drei. Wir haben dich kennengelernt, weil wir das für einen Zufall gehalten haben, dass du am Nose gestanden bist. Am Nose gestanden bist, als du Dinge mitbekommen hast, die du besser nicht hättest mitbekommen sollen. Also haben die Crusader dich eingepackt, zum Crusaderhof gebracht und wir haben dir alle unmissverständlich klar gemacht, dass wir durchaus in der Lage und gewillt sind, das gleiche, was dort auf der Straße passiert ist, was wir mit dem Typ gemacht haben, das auch mit dir zu tun. Und du hast den Eindruck gemacht, das Ganze zu verstehen. Ich habe dir sogar Geld gegeben, weil du neu bist. Und ich gedacht habe, okay, der arme Typ ist einfach in eine Lage gekommen, in der er nicht hätte sein sollen. Und wir haben dich gehen lassen. Unversehrt. Wir haben dir nicht ein einziges Haar gekrümmt. Dann allerdings fahre ich von meinem Haus weg und du kommst mir mit deinem Fahrrad entgegen. Und ich habe dich zuerst gar nicht erkannt. Ich habe gar nicht gewusst, dass du das bist. Und habe also auch das nicht für einen wiederholten, sehr merkwürdigen Zufall gehalten. Aber dann irgendwann verlassen die Wasehans mein Grundstück und wer fährt um mein Haus rum mit seinem Fahrrad? Du. Und das Ganze ist eine ziemlich lange Zeit später gewesen. Und als wären wir jetzt nicht mittlerweile schon, ich glaube, bei Nummer 3 der komischen Zufälle, erzähle ich dir komischen Zufall Nummer 4. Denn das nächste Mal ist dann gewesen, als die Crusader das Grundstück verlassen haben, so 15, 20 Minuten später, wer steht immer noch am Berg mit seinem Fahrrad und glotzt mein Haus an? Immer noch du. Und als wenn das nicht reichen würde, sind wir zwischendurch mit dem Hubschrauber bei dem komischen Bambi-Hotel gewesen und wer guckt auch dazu? Auch wieder du. Also hat all das dazu geführt, dass wir dich in meinem Garten hatten,
wir dir einen Brief geschrieben haben, der dir unmissverständlich zu verstehen gibt, dass du dich von uns und unseren Angelegenheiten lieber fernhalten solltest. Und ich glaube, dann hast du ein paar Kugeln kassiert, sowie einen Stich. Und bist ins Krankenhaus transportiert worden. Und als wenn all diese Sachen nicht reichen und diese mehrfachen Ansprachen von uns dir gegenüber, dass du das Ganze nicht überleben wirst, wenn du so weitermachst mit was auch immer deine Mission ist. Aber ich weiß, deine Mission ist ja die Fahrradroute für dich und deine merkwürdige Freundin auszuchecken, weil du mit der eine Fahrradtour machst. Die, die nicht ans Telefon geht, wenn sie dir als Zeugin behilflich sein könnte. Und mit der du die Fahrradtour auch ausschließt, mich im Kreis vor meinem Haus machen möchtest. Glaube ich dir, über. Natürlich. Aber. Glauben wir dir alle, wie wir hier stehen. Aber, als wenn das alles nicht reichen würde. Und als wenn das dir alles nicht eine Lehre wäre, die dir sagt, okay, fuck, da habe ich meinen Kopf gerade in irgendwelche Dinge reingesteckt, die mich nichts angehen. Da habe ich gerade Dinge mitgekriegt, die ich besser nicht mitgekriegt hätte. Ich habe von denen sogar noch Kohle bekommen und die haben mich zweimal mittlerweile laufen lassen. Ich halt besser meine gottverfickte Fresse. Bist du derjenige, der die Scheiße auch noch jedem aufs Brot schmiert, der es nicht hören will? Du sagst denen, wer an meinem Haus gewesen ist? Du sagst denen, wer am Nose gewesen ist, was du dort beobachtet hast. Du sagst denen, dass die Crusader dich eingepackt haben. Du erzählst denen von unseren Differenzen untereinander. Nein, du legst sogar noch einen drauf. Du sagst sogar, mit was für einer Waffe vorm Nose geschossen worden ist. Wenn man denkt, dümmer geht's nicht mehr, dann gibt der Ibra sein Geld noch einem anderen Typen und sagt dem, die SPLS wird mich wahrscheinlich umbringen. So ist mein Geld wenigstens nicht weg, sondern du hast es. Das habe ich nicht gesagt. Tut mir leid, aber das habe ich nicht behauptet, niemals. Da hört's auf bei der Geschichte. Da hört's auf bei der Geschichte. Oh Gott, Junge. Ja, jeder hat seine Grenzen, ne? Okay. Dann ist das keine wahre Geschichte. Hast du dem Typ deine Kohle gegeben? Positiv. Warum hast du dem die Kohle gegeben? Ausgedachte Geschichte in 3, 2, 1, go. Kommt keine. Wie viel Kohle hast du dem gegeben? Kann keine Erklärung abgeben. 80. Dollar? 80.000, das hat er mir auch gesagt. Wem hat er die Kohle gegeben? Das wissen Sie ja schon. Eine Bambi aus die Bambi's Paradise, der hat mir das gesagt. Notieren. Bambi's Paradise, Aaron. Okay. Können Sie mir das Vaterunser aufsagen, bevor ich Muscheln sammeln gehe? Sehe ich aus wie ein Priester oder was? Alter. Also zufällig ist ein Priester anwesend. Ich weiß. Okay. Wenn das dein letzter Wunsch ist. Wenn das dein letzter Wunsch ist. Seh. Ich hab schon schwierigere letzte gehört. Posse, du darfst deinen Job machen. Und dann soll ich das jetzt sofort machen? Ja. Da wollt ihr noch was mit dem besprechen. Ich glaube, es ist alles gesagt und er hat dem nichts hinzuzufügen, also. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Ibrahim. Sehr gut. Haben wir das. Ich möchte dir noch mitteilen, wie viel Wert du für uns hast. Ja. Guck mal. Ich dachte, ich darf jetzt da runterhüpfen. Hilf mir! Du darfst hüpfen. Dann. Ja, die ist wirklich süß, das Teilchen. Komm mit dieser Komisch, da fährt ein Ferrari und eine dicke E-Klasse von denen rum. Ja, ja. Vielen Dank. I know. Lass mal kurz auf Alessio warten. Der sitzt am Auto und raucht noch seine Zigarette zu Ende. Okay. Warum? Ich frag nicht. Was denn? Mein innerer Louis finden. Ich wünschte, innere Ruhe hätte ich auch. Vielleicht musst du dich auch so hinsetzen. Nein, ich glaube nicht, dass das hilft. Ich glaube, davon werde ich eher aggressiv, wenn ich mich so unbequem hinsetze. Okay, ja gut, wir könnten sonst gleich so reinweinen. Ja, ich weiß nicht, Ping, was haben deine Leute dir denn schon erzählt? Dann brauche ich vielleicht nicht ganz vorne ausholen. Dass gestern eingepackt wurde, Auftrag von euch irgendwie, warum auch immer, wegen der Abfallgesichte anscheinend. Nein, überhaupt nicht deswegen.
dass die Wasserhahns das aufgetragen bekommen, weil die sonst gestorben wären. Das ist richtig. Dann irgendwas wegen Gewerbeamt, wolltet ihr Sachen wissen? Warum wir damals die Aktion gegen dich gemacht haben, ja, sowas. Ja, also es war im Großen und Ganzen ein sehr ausführliches Gespräch. Das ging aber gar nicht darum, dass das Gespräch überhaupt so ausführlich werden sollte, sondern das hat viel mehr der Zufall ergeben. Hola. Also JJ tatsächlich, ich stand eigentlich auf, eigentlich wollte ich JJ mit Betonfüßen im Meer versenken. Also nicht gestern, sondern grundsätzlich. Und das nicht damals wegen irgendeiner Abfallgeschichte, sondern das wegen der grundsätzlichen Situation, dass wir so ziemlich den Eindruck haben, dass ihr ziemlich viel Bock darauf habt, euch mit uns anzulegen und Krieg gegen uns zu führen. Und da wollten wir uns den ersten von euch wegpacken und eigentlich ins Meer schmeißen. Aber, wie der Zufall es wollte, kam irgendwie alles anders, denn JJ wurde tatsächlich nur zufällig eingepackt, weil wir einen Disput mit den Vasaans hatten. JJ vorher irgendwie im Gespräch war und wir denen irgendwas aufgetragen haben, damit die ihren Lebenswillen beweisen können. Die Sache dahinter war so, man hatte das Gefühl, wie ich dir das und dann irgendwann im Gespräch gesagt habe, glaube ich, am Telefon war das, dass wir irgendwie von ein paar Leuten keinen Respekt bekommen und wir dachten, gut, wir wollten dir nichts tun, das sage ich von Anfang an, ne? Wir wollten eigentlich landen und dann ganz normal mit dir leben. Und dann dir sagen, hey, guck mal, wir können auch klasse Sachen machen und wir können auch an so Leute wie dich langkommen. Der Plan war dahinter, eigentlich euch zu zeigen, dass wir auch für Globalist gut sein könnten und dass nicht alle Sachen, die Crusader zum Beispiel abgekommen, wenn es um klasse Sachen geht. Das war der eigentliche Plan dahinter. Dass wir euch zeigen, hey, wir sind keine Leleks, mit uns muss man nicht scheiße umgehen, wir haben auch was auf dem Kasten. Der ganze Plan ist dann ziemlich nach hinten losgegangen und wir haben das ziemlich blutig, ich sag mal, ja, bezahlen müssen. Deswegen kam da von uns auch nie wieder irgendwas. Wenn wir das einfach geflessen haben und gemerkt haben, okay, da sind wir vielleicht doch nicht so klasse, wie wir gedacht haben. Wir haben einfach auch die Schnauze bekommen da. Ne? Mhm. Und das Ganze war von uns dann auch gegessen, sag ich dir, wie es ist. Ich habe trotzdem zwei Forderungen an deine Jungs gestern gestellt, damit das zwischen uns cool bleibt, Ping. Ja, das mit Blüderle haben sie mir erzählt und das mit Wasserhahn, das passt auch so. Ich werde da trotzdem hinfahren, ein bisschen dicke Welle machen, einfach nur einen Standpunkt klar zu machen, dass irgendwelche Aufträge, die gegen uns gestellt werden, sei es jetzt mal dahingestellt, ob von euch oder nicht, wenn das jemand anders gestellt hätte, hätte ich damit halt ein Riesenproblem, ne? Ja, das war und das aber... muss denen halt auch bewusst sein. Das war aber kein Auftrag, hier nimm 20.000 Dollar und pack den für mich ein. Ja, ich weiß. Sondern die hatten das Problem, wenn sie es nicht gemacht hätten, wären das tote Leute gewesen. Trotzdem kann ich das nicht einfach so sitzen lassen, deswegen muss ich mit den Leben nicht lieber. Im Endeffekt ist es trotzdem jemand eingepackt. Ich will nur, dass dafür von denen kein Haar gekrümmt wird. Ja, ich werde da jetzt nicht drüber nutzen, keine Sorge. Okay. Hab ich gar keinen Bock drauf. Gut, dann, wenn sonst keiner mehr was hat, dann danke ich dir für deine Zeit. Ist ja gut, dass wir es aus der Welt schaffen konnten. See. Okay, aber nur mal Verständnis. Der hat gesagt, wir sind auf ihn zugegangen und der hat auch das mit Lea anders erzählt, oder was? Sinngemäß ist das so richtig, oder? Habe ich vielleicht irgendwas muss ich auch dann noch mal falsch interpretiert, Jungs? No, er hat gesagt, dass er Lea ja gar nicht kennt. Er ist ja noch gar nicht lange da und dass die ihm, also dass die Pinks ihm gesagt haben, dass sie hier korrupt und FIB, deine Frau, kannst du nicht die vertrauen, komm zu uns, ne? Wir geben dir Schutz, blasitzbla. Genau. Ja, vielleicht muss ich da auch mal noch einen Termin machen mit ihm. Nicht meine Baustelle, ich habe jetzt beide Seiten gehört. Ich hake das ein oder andere als Missverständnis ab und dann ist der Drops durch. Ja. Vielleicht kann man bei Null einfach nochmal anfangen, so, keine Ahnung. Wie gesagt, das war unser Fehler am Ende und wir haben dafür bezahlt, zeigt, wie es ist. Schauen wir mal. Geh du erst manchmal mal macht man halt einfach dumme Dinge. Geh du erstmal deine Differenzen mit Wasser anklären. Ja. Okay, ich find's euch nochmal. Alles klar, mach's gut, ciao, ciao. Gequillte Scheiße. Digga, seine Nase war kurz davor, mich zu berühren. Also, noch weiter hätte die nicht wachsen können. Es glaubt doch keiner, dass das nicht gequillte Scheiße gewesen ist, oder? Also. No, er versucht halt jetzt das Beste raus zu machen, sag ich dir, wie es ist, ja? Aber es war gequillte Scheiße. Ja, ziemlich sicher war es das, ja. Ich glaube zum Teil, nicht alles, aber zum Teil, ja. Aber du glaubst doch nicht, nachdem die damals auf die Fresse gekriegt haben, weil die Dennis und Co. eingepackt haben, würde ich aber meinen Arsch dafür ins Feuer setzen, dass sie bei sich im China-Restaurant standen und darum gebrüllt haben, safe. Wir gehen die ficken, wir nehmen die auseinander. 100 pro,
Safe. Hier steht so ein Dämel vorm Haus, hat eventuell spioniert. Och, leck mich doch am... Wollt ihr mich... Das ist doch nicht... Warten, komm. Was ist denn im Moment hier schon wieder los? Ja. Alles Roger in Kambodscha. Ja, alles gut, der kann wieder gehen. Aber Luz schreibt mir gerade, hier steht so ein Dämel vorm Haus, der spioniert. Was für ein Dämel? Keine Ahnung. Vorm Rande überfahren. Und Luz, mal rufen. Ping schon weg, dann kann ich einen anfahren. Der müsste weg sein, warte. Ich bin gleich da. Ja, dass es kein Seestern ist. Hier links der Toyota wahrscheinlich. Wo steht denn hier einer? Da unten. Oh. Mahlzeit. Chili. Was war's? Ach nee. Immobilienmakler in einem Celica. Nehmen Sie es mir nicht übel, sieht komisch aus. Arbeitsloser Immobilienmakler, meinen Sie. Schönen guten Tag. Zufällig. Aha. Von allen Immobilien. Bisschen komisch. Okay. Also, kann man schon mal aufklären, was hier abgeht? Ja, das ist der Herr, keine Ahnung, saß hier im Celica, wo ich ankam, ist ausgestiegen, wo ich vor seinem Auto stand, hat mir dann, long story short, gesagt, dass er gerne Immobilienmakler werden möchte und sich hier Immobilien angeguckt hat. Und habe ich ihn darauf gefragt, warum denn unbedingt in der Milton Road, weil hier sind 53.000 Millionen Straßen in Los Santos. Und ja, da waren wir gerade stehen geblieben. Also, ob Sie mir das jetzt glauben oder nicht, aber ich bin wirklich nicht nur in der Milton, also hier in dieser Straße unterwegs gewesen. Ich komme gerade von da hinten und bin gerade echt wirklich nur am Schauen, welche Immobilien hier alle zum Kauf frei stehen, weil ich das quasi halt für mein Konzept brauche, um das Gewerbeamt halt quasi mitzuteilen. Okay. Wie lange scheint der schon hier, Luis? Boah, keine Ahnung. Ich bin gerade vor bei dir aus dem Haus raus, weil ich am Klo war und dann habe ich den halt hier stehen sehen, weil ich gerade zum Auto gelaufen bin und mir den Akku geholt habe. Also der steht bestimmt schon mal länger hier. Ich bin ganz ehrlich, ich stehe wirklich vielleicht 2-3 Minuten hier. Ich habe nur kurz angehalten und das war's. Gut, dann bei allem Respekt. Die Milton Road ist nun wirklich keine Straße, wo es einen Immobilienmakler bedarf. Ah, okay. Ich wollte, also... Egal, was Sie in Ihr Konzept für das Gewerbeamt aufnehmen, glauben Sie mir, die Milton Road ist eine Ecke, da pflegt man eher eine ruhigere Nachbarschaft. Guten Abend, wie kann ich helfen? Einen schönen guten Tag, Frau Duke. Folgendes. Wir haben ja über so ein paar kleine Dinge gesprochen, die wir uns von Ihnen ganz gerne wünschen würden, damit wir irgendwie ein angenehmes Miteinander hinbekommen. Ja, durchaus. Ich würde durch gegebene Ereignisse unsere Liste ganz gerne um eine Klitzekleinigkeit, die Ihnen nicht allzu viele Probleme machen sollte, ergänzen. Mhm. Sie schicken einen Immobilienmakler rum, der uns gerade erzählt, dass Sie Immobilien in staatlicher Hand hätten und er dafür zuständig wäre, diese dann anderen Leuten zu zeigen und zu verteilen. Prinzipiell nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig. Ja, wie auch immer es am Ende ist, können Sie den Leuten sagen, dass die Milton Road davon ausgenommen ist? Das kann man durchaus machen, werde ich mit dem Kollegen noch besprechen. Wirklich spitze, denn wir pflegen hier wirklich irgendwie eine ruhigere Nachbarschaft. Und wenn die Leute hier das Gebiet in ihren Toyota Celicas am Straßenrand observieren, werden wir leicht nervös. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ja. Bisschen. Und bevor irgendeiner, der seit 2 Wochen im Start ist und mit einem Toyota Celica hier rumfährt, in irgendwelche Probleme gerät, das muss ja nicht sein. Das ist richtig. Super, ich bedanke mich. Wünsche einen angenehmen. Gerne, ebenfalls. Ciao. Ist geklärt, Sie können woanders Immobilienmakler sein. Wünschwort. Dankeschön. Guten Abend noch. Tschüss. Danke, tschüss. Sympathisch.